Freunde, ich melde mich mit einem neuen Review und zwar geht es um die Capsule Collection von WePlay und Neymar, die seit vergangener Woche bei Pico und Kloppenburg Düsseldorf erhältlich ist. Hinter mir seht ihr schon vier Teile, die ich mir rausgepickt habe, ein komplettes Outfit. Auf diese vier Teile werde ich jetzt auch nochmal explizit ein bisschen eingehen, was Styling angeht, was Materialien angeht und so weiter und so fort. Prinzipiell ist zu sagen, dass Fußball und Mode ja so ein Ding ist, was eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Viele Fußballer wollen einfach in diesen Modemarkt wirklich reinpreschen und für ein Unternehmen wie WePlay ist es eigentlich, ja, ist einfach eine Reichweitensteigerung, gerade wenn du so einen, wahrscheinlich den besten Spieler hast, den es in Brasilien momentan gibt, der größte Export, der dann einfach nochmal eine ganze Community und gerade im Fall von Brasilien, was ja wirklich so ein fanatisches Land ist, eine ganze Community binden kann. Von daher, cleverer Move und ja, gehen wir nochmal auf die vier Teile ein. So, fangen wir an mit der Jeans, klassische Five Pocket. Wer WePlay so ein bisschen kennt, weiß ja, dass sie die Hyperflex haben. Und das hier ist wirklich einfach so eine gepimpte Hyperflex, wenn wir das mal sagen können. Komplett schwarz gehalten, schwarz eingefärbt logischerweise, weil Jeans sind normal blau, wenn man sie produziert und dann werden sie chemisch halt in die gewünschte Farbe eingefärbt. In dem Fall ist es schwarz. Faszinierend ist es, dass sie komplett eingefärbt wurde. Sprich, wir kennen es ja beispielsweise bei anderen Hosen, wenn du die Tasche oder so rausholst oder sie umkrempelst, sind sie ja teilweise ein bisschen heller, weil man wirklich nur außen einfärbt. Aber hier hat man wirklich darauf geachtet, dass man die komplette Hose schwarz eingefärbt hat und wirklich, ja, keine Abweichung mehr findet. Das ist ganz faszinierend. Ansonsten, wir haben 7 Gürtelschlaufen. Ist auch was Besonderes. Jeder, der seine Jeans zu Hause anguckt, wird da meistens 5 bzw. 6 finden. Klassischer Zipper. Und unten an der Hose haben wir natürlich nochmal die Stitchings. Die sehen wir hier. WePlay auf der einen Seite. Vom Schnitt her sehr eng geschnitten, muss ich sagen. Wer mich persönlich kennt, ist jetzt nicht mehr mein Fable. Ich würde persönlich eher zu einer weiteren Silhouette greifen. Dennoch ist sie sehr bequem. Liegt einfach daran, dass sie 9% Polyester hat. Also wir haben 91% Baumwolle in der Hose, 9% Polyester. Kein Elastan, was ich als erstes gedacht hätte, aber ist nicht der Fall. Aber auch Polyester stretcht natürlich eine Hose und macht sie angenehmer zu tragen. Ja, das war's zur Hose. Ja, mehr gibt's doch nicht. So, zweiter Artikel aus der Kollektion, den ich mir persönlich ausgesucht habe, ist ein schwarzes Hemd. Komplett schwarz, hat keine Knöpfe, hat einen Zipper. Ich glaube, das ist auf jeden Fall als erstes auffallend. Und der Reißverschluss wurde einmal mit Gummierung ummantelt, wie man so schön sagt. Hat einfach den Vorteil, dass wenn man das Hemd schließt, machen wir mal kurz, dass wirklich alles wind- und wetterfest ist, also hat eine funktionelle Funktion. Ansonsten haben wir hier auf der oberhalb der linken Brusttasche nochmal den WePlay Patch und die Taschen sind so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Cowboy-artig im Western-Style gehalten. Ja, cleanes Hemd. Ich denke, schwarz auf schwarz macht man eh nichts verkehrt. Komplett eh die Kollektion wirklich in wirklich einfachen Farben gehalten, sodass man da eigentlich wenig verkehrt machen kann. Ich werde alle Artikel auch nochmal unten verlinken. Also immer pro Artikel könnt ihr gerne hochswipen, dann seht ihr den Artikel auch nochmal mit allen Pricing. Kommen wir nun zum Highlight der kompletten Kollektion. Das ist der Mantel. Das ist eine Fusion aus Trenchcoat und Jeansmantel, der relativ kurz geschnitten ist und 3 Highlights hat am Ende des Tages. Es sind einmal die Ärmelenden, die aus Leder sind, sehr, sehr weich und die nochmal so einen schönen Kontrast einfach schaffen. Und zum anderen sind es die Gürtelschlaufen. Also bei den Gürtelschlaufen muss sich irgendwer wirklich Gedanken gemacht haben, weil auch hier haben wir so ein kleines Spielchen und zwar sind sie versteckt. Das heißt, man sieht sie nicht, was für ein Trenchcoat eigentlich auch sehr, sehr ungewöhnlich ist, aber was cool aussieht, was so ein bisschen so einen schwebenden Gürtel simuliert. Dritte Highlight sehen wir oben im Nacken, ist die Brasilienflagge. Ne? Nochmal so eine Referenz natürlich an Neymar, seine Heimat, die da nochmal eingestickt wurde. So ein kleines Detail einfach, was auffällt und was, ja, was am Ende so einfach den kleinen, feinen Unterschied macht. So, letzter Teil des kompletten Looks ist ein Teil, was jetzt nicht direkt aus der WePlay Neymar Kollektion kommt, aus dem einfachen Grund, weil kein T-Shirt gemacht wurde. Der Fokus wurde woanders hingesetzt. Deshalb habe ich mir einfach ein T-Shirt aus der normalen WePlay Kollektion genommen, um den Look zu komplettieren. Ist ein weißes T-Shirt, was zu allem passt. 100% Baumwolle, also kann man nicht viel verkehrt machen. Vorne haben wir einen kleinen Aufdruck, einen kleinen WePlay-Aufdruck und hinten haben wir nochmal einen größeren, der so ein bisschen auch an so ein Trikot erinnert. Ne? Jeder, der es kennt, weiß, hinten steht immer der Name riesengroß. Erinnert so ein bisschen daran, ich kann es auch nochmal zeigen. Und von daher, glaube ich, passt das ganz gut. Und wie gesagt, ein Ding, was man zu allem einfach kombinieren kann.
So, das war's. Das waren meine Highlights aus der Capsule Collection von Replay und Neymar. Werdet euch jetzt auch nochmal die Pick & Glock Book Düsseldorf Seite verlinken. Da könnt ihr nochmal hochswipen und euch wirklich sämtliche andere Teile, die es innerhalb der Collection gibt, anschauen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schickt mir DM oder schreibt mir hier so in das kleine Fältchen da rein. Und ja, in diesem Sinne, Piesen.